Ja, hallo und willkommen zu diesem kleinen Talk über die drei Fragezeichen, Folge 229, Drehbuch der Täuschung. Ich bin großer drei Fragezeichen-Fan und anstatt immer nur schriftlich eben halt mein Review sozusagen, meine Meinung, meine Gedanken zu dieser wunderbaren Folge ja, zu schreiben, habe ich diesmal gedacht, mache ich das in einem Video. Ja, ein sehr spannendes Abenteuer erwartet uns diesmal bei Drehbuch der Täuschung. Worum geht es? Ja, es geht um Verstrickungen, um Verschwörungen und Tricksereien. So wie Drehbücher auch sind bei Filmen, denn sie haben Wendungen, sie haben Cliffhanger, sie haben Überraschungen parat und entwickeln sich während der Handlung. Genauso verläuft es jetzt auch bei die drei Fragezeichen Drehbuch der Täuschung. Es beginnt damit, dass ein Student namens Vincent sieht Justus, Peter und Bob, also die drei Fragezeichen, aufsucht, um sie um Hilfe zu bitten. Sein Mitbewohner Jaden ist verschwunden und er hat scheinbar ihm Nachrichten geschrieben, die aus Indonesien stammen. Nur wie kommt der Student so plötzlich nach Indonesien und warum? Das ist das, was die drei Fragezeichen rausfinden sollen. Und so machen sie sich auf die Spur, eben halt erstmal in der WG von dem Studenten, um nach Spuren zu suchen, um herauszufinden, wie kann es angehen. Denn es gibt auch eine geheimnisvolle Videobotschaft auch davon, wo er wohl in Gefahr ist, dort im Dschungel. Also wer mag diesem nach dem Leben trachten, diesem Jaden? Und wie können Vincent, Justus, Peter und Bob ihm überhaupt helfen? Ja, parallel gibt es noch eine Geschichte, dass Peter um Hilfe gebeten wird, ein Drehbuch zu retten, was ja in den Studio-Safe verwahrt ist. Das soll vernichtet werden und Peter ist, ja, weil er eben halt Zugang hat, einer der wenigen, der es schaffen kann, eben halt dieses Drehbuch zu retten. Für die Autorin wohlgemerkt, deswegen hat sich auch abgesichert und hat auch die Autorin angerufen und gefragt, ist das denn richtig? Ja, und dann hat es erklärt, auch das Ganze. Ja, und somit denken Justus, Peter und Bob, jeder für sich, Peter, die Rettung des Drehbuchs, alles geht mit rechten Dingen zu. Und auch die Suche nach Jaden gestaltet sich so, wie sich's gehört. Und ehe sie sich versehen, im Endeffekt, stecken sie in einem komischen Fall drin, ja, wo nichts so scheint, ja, wie es scheint. Also Drehbuch der Täuschungen. Es ist eben halt ja, ein spannendes Abenteuer, denn es sind verschiedene Facetten, die sich sozusagen immer wieder offenbaren. Erstmal wird man mit der ja, Suche sozusagen dem Fall konfrontiert, wie die drei Fragezeichen den Spuren sozusagen folgen von Jaden und herausfinden wollen, was da passiert ist. Ja, und als sich das dann ganz plötzlich auflöst, ja, dann scheint der Fall abgeschlossen zu sein, doch irgendwas scheint Justus zu stören. Ja, und in dem Sinne, es nimmt natürlich dann der Fall wirklich Wendung. Das Buch ist wirklich gar nicht so schlecht. Ich habe es auch parallel gelesen. Das Buch wurde von Henrik Buchner geschrieben. Der ist ja schon so ein Veteran. Er hat sehr intensiv eben halt ja, mit den drei Fragezeichen sich auseinandergesetzt und versucht da sehr spannende, bisschen erwachsene Geschichten, aber auch eben halt mit Wendung eben halt. Ich versuche die Handlung auch nicht so vorhersehbar zu machen, obwohl ich muss sagen, in dieser Hinsicht, es gibt so zwei, drei Sachen, wo man sagt, seid ihr wirklich so blöd? Man liest es und gleichzeitig auch hört man es. Man denkt nicht, glauben die das wirklich? Es ist doch so offensichtlich. Also es ist dadurch ein bisschen vorhersehbar, die Handlung, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich möchte jetzt auch versuchen, wenn ich meine Gedanken äußere, nicht ganz so zu spoilern, denn unabhängig davon ist es immer trotzdem eine Kritik auf etwas höherem Niveau. Es ist alles sehr professionell gemacht. Das Hörspiel ist grandios umgesetzt. Die Sprecher sind alle sehr gut gewählt. Also auch die Gastsprecher über Jens Wawelczek, Andreas Fröhlich und Oliver Rubik brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Die sind immer auf hohem Niveau. Auch Holger Mahnlich als Inspektor Kotter, der auch diesmal wieder dabei ist. Die sind so professionell und erfahren, da brauchen wir gar nicht uns drüber auslassen. Also in dem Sinne, das macht immer Spaß, denen auch zuzuhören. Und gerade diese Lebendigkeit, das ist das, was mich bei den drei Fragezeichen immer sehr begeistert, dass immer versucht wird, eine lebendige, reale Atmosphäre zu schaffen.
macht Spaß und erhält einfach. Und in dem Sinne finde ich das gar nicht so, finde ich das klasse. Auch diesmal eben halt mit den Gastsprechern ist es wunderbar, ergänzt sich das und es fühlt sich alles sehr, ja, harmonisch an trotzdem. Natürlich spannend, unterhalten, dramatisch in einigen Stellen. Und diesmal sind auch etwas jüngere Sprecher dabei, die man vielleicht nicht so sehr kennt. Das ist erfrischend in dem Sinne. Die Handlung, wie gesagt, habe ich auch schon erwähnt, ist wirklich ein bisschen wendungsreich. Hier und da leider auch vorhersehbar, weil man manchmal denkt, das kann doch nicht wahr sein. Glaubst du das wirklich? Das ist so ein bisschen die Sache. Manchmal ist es natürlich auch ein Mittel zum Zweck und es ist auch vielleicht, man darf nicht vergessen, ich bin etwas älter und die Bücher sind auch an jüngere Generationen, die vielleicht nicht so viel Vorwissen haben, nicht so viel Bücher gelesen haben wie ich, dass man natürlich nicht alles gleich kapiert. Aber andererseits, die drei Fragezeichen haben genug Erfahrung, so sollte das in dem Fall nicht immer passieren. Aber es ist eben halt so, manches klingt plausibel, man versucht das, die Situation gut einzuschätzen. Und das ist, glaube ich, auch, das kennen wir von uns selbst, nicht immer so einfach, die Situation richtig einzuschätzen. Als Außenstehender ist es ja oft leichter zu sagen, das machst du völlig verkehrt oder du bist da auf dem Holzweg. Deswegen, die drei Fragezeichen müssen, wie immer, aus ihren Fehlern lernen. Dennoch lösen sie den Fall am Ende mit Bravour, sorgen für einige Überraschungen und spannende Momente. Also das ist auch das, was ich erwarte. Ich muss gut unterhalten werden. Etwa 70 Minuten geht das Hörspiel. Wie gesagt, tontechnisch grandios gemacht. Die Sprecher auf schönem, lebendigem Niveau. Die Soundkulisse ist nie über zu viel. Sie ist manchmal sogar zu wenig manchmal. Sie ist auf das Wichtige beschränkt. Und das finde ich immer großartig. Das macht auch die Hörspielreihe eben von den drei Fragezeichen eben wunderbar aus. Ja, das ist auch das, was ich jetzt dazu sagen möchte. Ich kann euch das empfehlen, das Hörbuch oder das Hörspiel eben halt, sowie das Buch von Henrik Buchner, das ich ja auch sehr, sehr spannend gelesen habe oder ebenfalls spannend zu lesen war. Es ist jetzt so, dass die Handlung ist natürlich gekürzt gegenüber dem Roman, aber im Vergleich habe ich jetzt nicht bemerkt, dass da jetzt so gravierende Szenen fehlen. Das ist mehr so ein bisschen ausführlicher im Roman. So viel kann auch gesagt sein. Und das soll es auch gewesen sein. Ich hoffe, diese kurze Review oder meine kurzen Gedanken dazu haben euch gefallen. Habt ihr das Hörspiel gehört? In die Kommentare damit. Und wir hören uns beim nächsten kurzen Review-Talk wieder.